Aus dem Set Dynamische Karten zeige ich euch heute, wie ihr diese 3D-Zieh-Effekt-Karte machen könnt. Hierfür, also hier seht ihr zum Beispiel auch mal das Endergebnis schon. Ich lege das jetzt mal beiseite. Und hier habt ihr diese Schablone für diese 3D-Zieh-Effekt-Karte. Diese einzelnen Teile schneidet ihr euch aus einem Grundpapier aus. Und ganz genau, wichtig ist, dass ihr immer sehr genau arbeitet und sehr genau ausschneidet. Das heißt, hier sind die Schnittlinien und überall, wo ihr diese Pünktchen seht, das sind Falzlinien. Ich habe mir das jetzt schon mal zugeschnitten. Wie ihr seht, ist es zum einen dieses Teil und zum anderen dieses Teil. Diese zwei Teile benötigt ihr für diese 3D-Zieh-Effektkarte. Wenn ihr das Ganze ausgeschnitten habt, macht ihr bitte Folgendes. Ich drehe sie jetzt nochmal um. Nehmt ein Lineal und zieht alle Linien, wo so Pünktchen sind oder wo auf der Schablone diese Pünktchen sind, die zieht ihr bitte mit einer Embossingnadel und einem Lineal schön nach, damit ihr später richtig perfekt falten könnt und auch ganz gerade Faltlinien bekommt. Das heißt hier, hier und auch hier unten nochmal, wo diese Pünktchen sind, schön drüber gehen mit der Embossingnadel. Jetzt faltet ihr euch die Karte, die Grundkarte erstmal schön zusammen. Ich gehe dann immer nochmal mit der Schere hier schön drüber, damit es richtig schön fest gefaltet ist. Und auch hier, hier in der Mitte, auch wieder schön mit dem Skalpell ausschneiden. Ihr habt aber auch eine Anleitung, eine bebilderte Anleitung in dem Set dabei. Und auch hier, wo diese Falzlinien sind, die faltet ihr jetzt mal richtig kräftig nach. Auch hier wieder mit dem Scherenrücken hier rüber gehen. Dann das nach innen falten. Das ist ganz wichtig. Auch hier wieder drüber gehen. Und hier wieder diese äußere Kante nach oben klappen und drüber gehen. So, das ist jetzt schon mal der Grundstock für diese Karte. Ich lege mir das jetzt wieder ganz plan hin. Und jetzt kommt dieses zweite Teil zum Ansatz. Ich habe es jetzt bewusst in einer zweiten Farbe gemacht, damit ihr den Kontrast schön seht. Den lege ich mir jetzt hier innen in die Karte ein. Schließe es mit dieser Öffnung, wo ihr dann ziehen könnt, denn es ist ja eine Zieh-Effekt-Karte ein. Gebe hier unten auf den unteren Teil dieser vorderen dieses Ausschnittes einen Kleber drauf. Ich mache das hier mit einem doppelseitigen Klebeband. So. Schaut, dass euch das nicht verrutscht, dass euch das schön in der Mitte bleibt. Und klappe jetzt die Karte zu. Schiebe das nach unten und klebe das hier schön fest. Dann habt ihr genau die genaue Position, wo dieses Innenblatt hineingehört. Jetzt einfach schön an der Kante, nicht zu weit nach innen gehen, sonst klebt euch dieses innere Teil fest und es braucht ja eine Bewegungsfreiheit. Den Kleber wieder auftragen, die Karte wieder zuklappen. Und wenn ihr jetzt hier bei diesem Ausschnitt diesen inneren Teil nehmt und zieht, dann seht ihr schon diesen Effekt, den ihr hier bekommt. Einfach aufziehen, zuschieben und hier habt ihr diese 3D-Zieh-Effekt-Karte mit dieser besonderen Bewegung drinnen. Und wenn ich jetzt hier daneben halte, schaut mal, wenn ihr diese Karte noch schön dekoriert mit den Papieren, dann kann es so aussehen, denn hier ist schon alles drauf, hier schiebe ich wieder zu. Hier sind die Glückwünsche drauf. Ihr könnt sie hier oben drauf tun oder in die Mitte rein. Ich habe mir hier noch ein Bändel hingemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier dran ziehe, geht es auf und ich kann es wieder zuschieben. Auch innen schön nochmal mit einem Papier dekoriert. Die Glückwünsche könnten auch hier unten stehen. Und so habt ihr eure 3D-Zieh-Effekt-Karte im Nu gemacht, habt einen besonderen Effekt. Und ihr seht, es ist nicht so schwer zu machen. Und ihr habt eine außergewöhnliche, tolle Karte. Viel Spaß beim Basteln!